Hier sehen Sie den Ablauf der Spende von peripheren Blutstammzellen. Einige Tage vor der Entnahme werden Ihnen Wachstumsfaktoren gespritzt. Diese Spritzen müssen nicht im Entnahmezentrum verabreicht werden, sondern können durch Ihren Hausarzt oder auch durch Sie selbst erfolgen. Die erste Spritze wird zu Ihrem Schutz unter ärztlicher Aufsicht injiziert. Allenfalls fühlen Sie auch Schmerzen in den Knochen. In diesem Fall spüren Sie, wie sich die Blutstammzellen aus dem Knochenmark lösen und in Ihren Blutkreislauf wandern. Dieselbe Reaktion zeigt der Körper bei größeren Verletzungen. Es ist also ein natürlicher Vorgang. Am Morgen treten Sie in die Entnahmeklinik ein und werden an die Apheresemaschine angeschlossen. Aus einem Arm fließt Ihr Blut in die Maschine. Diese filtert die Blutstammzellen aus dem Blut. Danach fließt Ihr Blut in den anderen Arm zurück. Der Vorgang dauert 3 bis 6 Stunden. Damit es Ihnen nicht langweilig wird, empfehlen wir Ihnen, etwas zu Ihrer Unterhaltung mitzunehmen. Auch Familienmitglieder oder Freunde dürfen Sie begleiten, um Ihnen die Zeit zu vertreiben. Nach der Spende wird Ihnen ein kleines Dankeschön überreicht. Ist der Vorgang abgeschlossen, dürfen Sie nach Hause. Im Spital werden sogleich die entnommenen Blutstammzellen untersucht und gezählt. Das dauert in der Regel ein paar Stunden. Ist die Zellzahl zu klein, was selten der Fall ist, bieten wir Sie für eine weitere Spende am nächsten Tag auf. Unmittelbar nach der Spende fühlen Sie sich vermutlich müde, aber die Grippesymptome sollten verschwunden sein. Auch die Müdigkeit sollte nicht allzu lange anhalten und nach einigen Tagen sind Sie wieder fit. Sehen Sie nun den Ablauf der Knochenmarkspende. Am Tag vor der Entnahme fahren Sie, eventuell in Begleitung, zum Entnahmezentrum. Dort bespricht der Anästhesist mit Ihnen nochmal die Knochenmarkentnahme. Am nächsten Morgen wird der Eingriff unter Vollnarkose durchgeführt. Sie liegen dabei auf dem Bauch. Die Blutstammzellen werden mit Spritzen aus Ihrem Beckenkamm entnommen. Nach knapp 2 Stunden ist die Entnahme meist schon vorbei. Um sich von der Narkose zu erholen, verbringen Sie den restlichen Tag und eine weitere Nacht im Entnahmezentrum. Selbstverständlich dürfen Sie in dieser Zeit Besuche empfangen. In den ersten Tagen nach der Knochenmarkspende fühlen Sie sich wahrscheinlich matt und spüren einen dumpfen Schmerz an den Einstichstellen. Ruhen Sie sich aus und nehmen Sie Paracetamol zur Linderung. Nach ein paar Tagen sind Sie wieder fit. Nach der Entnahme, das gilt für beide Methoden, holt ein Kurier die Blutstammzellen ab. Er transportiert das wertvolle Produkt in einer speziellen Kühlbox zum Transplantationszentrum. Für die Transplantation musste sich der Patient einer starken Chemotherapie unterziehen. Jetzt ist er dringend auf ihre gesunden Zellen angewiesen und diese sind maximal 72 Stunden haltbar.